Mein Tipp für Startups ist, wenn sie sich eine Community aufbauen wollen, zuerst muss man herausfinden, welchem Kanal ist man wirklich zu Hause. Ich finde es wichtig, dass man nicht nur auf den Social Media ist, weil man es eben heute so macht, weil es alle empfehlen, sondern du musst wirklich selber gerne dort sein, weil du musst ja eigentlich viel Zeit dort verbringen, du musst mit den Kunden im Dialog sein und du musst auch ein bisschen den Ton verstehen, den Umgangston, was sich dort so gehört und was nicht. Sehr wichtig ist beispielsweise zu merken, es ist nicht einfach eine weitere Marketingplattform. Man geht dort nicht an und tut sagen, heute haben wir diese Aktion und so wie wir sonst wie Werbung machen, es ist etwas völlig anderes. Das ist auf der gleichen Augenhöhe kommunizieren und sich überlegen, was interessiert eigentlich meine Fans oder meine Käufer? Was für Informationen? Statt zu sagen, wir haben jetzt irgendeine Aktion auf irgendein Rezept, wirklich zu sagen, hey, was kocht ihr gerne? Oder auch reagieren, wenn die Leute fragen, was soll ich heute kochen oder was könnte ich mit dem Gewürz machen? Oder einfach interagieren und Ideen bringen und eigentlich Inspiration sein für die Leute und nicht irgendwie ständig etwas verkaufen.